Moin und wollt mal zahlen. Da ich ja immer Wert darauf lege, dass eure Verpackungen, das heißt eure Vakuumbeutel, ordentlich beschriftet sind, hier mal ein vernünftiges Beispiel, wie es sein kann. Wilde Aufkleber, angegeben mit allem, was dazugehört. Ihr seht Rehwild, Schwarzwild, Dammwild, Rotwild, Sikawild und noch eine Möglichkeit, selber was einzutragen. Dann die Stücke, die ihr wirklich beschriften wollt. Rücken, Filet, Keule, Blattgulasch, Bratwurst, Patties, Steaks, Hackfleisch, alles, was gängig ist. Und dazu noch ein extra Feld, in dem ihr beschreiben könnt, was ihr einvakuumiert habt. In diesem Fall hat Wilde Aufkleber mein Logo, im Prinzip genau so, wie ich es vorgegeben habe, mit auf das Etikett draufgebracht, was natürlich für euer eigenes Produkt individuell gehandhabt werden kann. Bei mir war es in dem Fall Schwarzwild. Dann machen wir da das Kreuz hin. Dann muss ich Rücken einfrieren, beziehungsweise habe ich verpackt. Und das Ganze versehe ich dann noch mit Datum, Gewicht und Preis. Und dann hat das alles Hand und Fuß. Natürlich könnt ihr auch eure Wildmarkennummer noch mit draufschreiben. In dem Fall, weil bei uns beide Logos draufstehen, ist dafür hier jetzt kein Platz mehr gewesen. Für mich rundum ein gelungenes Produkt, an dem ich viel Freude habe. Und vom Preis her ist das Ganze auch überschaubar. Natürlich schreibe ich euch unten den Link rein, wo ihr das bei Wilde Aufkleber entweder erstmal anfragen oder direkt bestellen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß damit. So, Aufkleber auf der Tüte, das Ganze einmal vernünftig festgeklebt und am allereinfachsten einmal ein bisschen Körpertemperatur, damit der Kleber gut hält. Und schon ist das Ganze fertig für die Truhe.